Wissenschaftler, Archäologen und Geschichtsinteressierte würden wohl alles dafür geben, um in eine Zeitmaschine steigen zu können und eine quälende Frage zu beantworten. Wie ist es den alten Ägyptern gelungen, ihre kolossalen Pyramiden ohne den Einsatz moderner Technologien zu erschaffen? Und mehr noch, dienten die steinernen Riesen wirklich nur als überdimensionale Pharaonengräber oder besaßen sie womöglich noch einen ganz anderen Verwendungszweck? Nun, die gute Nachricht lautet, es ist gar nicht nötig, auf die Erfindung von Zeitmaschinen zu warten, um diese jahrhundertealten Rätsel zu knacken. Um zu verstehen, wie die Pyramiden gebaut wurden, müssen wir einfach nur genau hinsehen. Und um den ursprünglichen Zweck aufzudecken, genügt es schon, wenn wir akzeptieren, dass alles, was wir über das alte Ägypten zu wissen glaubten, falsch ist. Wie lange dauert es eigentlich, das Rad der Zeit um 4500 Jahre zurückzudrehen? Nun ja, keine halbe Stunde. Denn wer in Kairo in sein Auto oder in die U-Bahn steigt, braucht nur wenige Minuten, um das Tor zu längst vergangenen Jahrtausenden zu durchschreiten. Auf dem weltberühmten Gizeh-Plateau angekommen, bietet sich dem Besucher dann ein Anblick, den er wohl nie wieder vergisst. Denn bekanntlich zählen die steingewordenen Giganten der Ägypter nicht nur zu den beeindruckendsten, sondern auch zu den rätselhaftesten Bauwerken des Altertums. Doch selbst unter den gewaltigsten Zeitzeugnissen ragt die Cheops-Pyramide noch heraus. Da sie das imposanteste aller altägyptischen Grabmäler verkörpert, wird sie häufig auch einfach die Große Pyramide genannt. Und das aus gutem Grund. Mit einer ursprünglichen Höhe von 146,6 Metern galt die Cheops-Pyramide mehr als 4000 Jahre lang als das höchste Gebäude der Welt. Heutzutage thront das Weltwunder der Antike noch gut 138 Meter über seiner Umgebung. Jedoch büßte das einzigartige Bauwerk im Laufe der Jahrhunderte nicht nur an Höhe ein. So wurde die gesamte Pyramide einst von einer Verkleidung aus strahlend weißem Tura-Kalkstein umhüllt, die im Mittelalter aber fast vollständig abgetragen wurde. Die prunkvolle Spitze der Cheops-Pyramide bildete wiederum das sogenannte Pyramidion. Doch auch diesen Schlussstein, der wahrscheinlich aus Granit oder Basalt bestand, suchen wir heutzutage vergeblich. Wie erwähnt, war die Cheops-Pyramide der gängigen Lehrmeinung zufolge die atemberaubende letzte Ruhestätte des namensgebenden Herrschers Cheops. Darauf lassen jedenfalls einige Inschriften schließen. Aber das war es dann auch schon. Die Skeptiker, die so ihre Probleme mit der Pharaonengrabtheorie haben, betonen, dass hier weder mystische Totentexte noch kostbare Grabbeigaben, geschweige denn eine Mumie, gefunden wurden. Das Einzige, das die These der konservativen Historiker weiter untermauert, ist ein Sarkophag. Oder zumindest etwas, das irgendwie an einen Sarkophag erinnert. Die alteingesessenen Forscher erklären die ausbleibenden Artefaktfunde mit dem Werk von Grabräubern, die wahrscheinlich schon zu pharaonischer Zeit in die Pyramide eingedrungen sind, um sie restlos zu plündern. Ob das Bauwerk seiner Schätze aber wirklich schon restlos beraubt wurde, ist allerdings ungewiss, denn wir haben sie bislang nur zu einem kleinen Bruchteil erforscht. Mit Sicherheit kannst du dich noch daran erinnern, wie die Forscher im vergangenen Jahr mitteilten, eine neue, zuvor unbekannte Kammer in der Cheops-Pyramide gefunden zu haben. Wozu der über 2 Meter hohe und 9 Meter lange Hohlraum einst genutzt wurde, ist jedoch unbekannt, genauso wie die archäologischen Wunder, die sich womöglich noch dahinter verbergen. Denn tatsächlich vermuten die Wissenschaftler, dass bisher gerade einmal 10% des Bauwerks entschlüsselt wurden. Und alles, was bis dato darin aufgespürt wurde, sind ein Haken, eine Granitkugel und einige Holzfragmente. Welche ungelüfteten Geheimnisse sich darüber hinaus noch im Herzen der Pyramide verbergen, weiß niemand. Doch in Anlehnung an ein altbekanntes Sprichwort könnte es in diesem Fall vielleicht schon genügen, dem Steinernen gegenüber vor den Kopf zu schauen, um eines seiner größten Rätsel zu knacken. Verrät dieser Blickwinkel, wie die Pyramide gebaut wurde? Dank des technischen Fortschritts ist die nächste digitale Weltreise nur wenige Mausklicks entfernt. Vorbei sind die Zeiten, in denen uns die Bauwunder der Antike nur auf verschwommenen Weitwinkelfotos präsentiert wurden. Die hochauflösenden Drohnenaufnahmen unserer Tage erlauben es, die steinernen Kolosse in all ihren Facetten zu bestaunen und dabei auch nach jedem ungewöhnlichen Muster oder Detail Ausschau zu halten. Und obwohl die entsprechenden Spuren mitunter sehr subtil erscheinen, könnten sie doch ein riesiges Erkenntnispotenzial bergen. Was verraten sie uns also über den rätselhaften Bau der Cheops-Pyramide?
Nun, betrachten wir dazu einmal ein paar Fotos, die direkt über der Spitze des Bauwerks aufgenommen wurden. Dabei wird uns schon im ersten Moment klar, dass die Anordnung der Blöcke nicht gerade das ist, was wir als symmetrisch bezeichnen würden. Und je weiter wir in diese Aufnahme hineinzoomen, desto mehr Einzelheiten offenbaren sich. Ganz gleich, ob die Graffitis, die die Besucher in den letzten Jahrtausenden hinterlassen haben, die abgeschrägten Oberflächen, die den Steinen seitliche Stabilität verleihen, oder aber die Bohrlöcher. Jede einzelne Komponente weiß eine ganz eigene Geschichte zu erzählen. An dieser Stelle sei aber angemerkt, dass der Kontrast der Fotos erhöht wurde, um die Details der einzelnen Blöcke besser sichtbar zu machen. Der Metallrahmen, der die ursprüngliche Spitze der Pyramiden markiert, wurde ebenfalls entfernt. Doch weiter im Text. Wenn wir nun den Scheitelpunkt der Pyramide unter die Lupe nehmen, sticht ein Merkmal ganz besonders heraus, nämlich ein Steinblock, der deutlich dunkler ist als die anderen. Dass dies daran liegt, dass er eine andere Zusammensetzung aufweist, ist nicht gerade wahrscheinlich. Andere Aufnahmen legen den Schluss nahe, dass er vielleicht durch ein Feuer oder einen anderen Vorfall beschädigt bzw. befleckt wurde. Zoomen wir an dieser Stelle noch einmal etwas heraus, um die Spitze in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Aus dieser Perspektive präsentiert sich die Oberflächenstruktur also als großes Ganzes. Und jetzt bist du kurz gefragt, denn inmitten der Blöcke verbirgt sich ein spannendes Geheimnis. Ein unscheinbares Detail, das uns eine Menge über den Bau der Cheops-Pyramide verraten könnte. Drück also kurz auf Pause und schau, ob du es aufspüren kannst. Ein kleiner Hinweis vorweg, achte genau darauf, in welche Richtung die einzelnen Steine zeigen. Handelt es sich dabei wirklich nur um ein Durcheinander von grobkantigen Blöcken oder gibt es ein Muster bzw. ein Verhältnis, in dem sie zueinander angeordnet sind? Bevor wir dir die Antwort verraten, noch ein letzter Tipp. Achte darauf, inwiefern sich die äußeren Steine von denen in der Mitte unterscheiden. Und nun pausier kurz das Video und schau, was dir ins Auge stößt. Was hat es mit diesen verblüffenden Abweichungen auf sich? Und damit genug auf die Folter gespannt. Auf dem abgeflachten Gipfel der Pyramide sind die Randsteine allesamt fast perfekt zum Unterbau ausgerichtet. Sprich, ihre Kanten stimmen genau mit der Ausrichtung überein, die das Gesamtbauwerk vorgibt. Etwas anders stellt sich die Sache aber im Falle der inneren Blöcke dar. Diese weisen eine gemeinsame Drehung im Uhrzeigersinn auf, die etwa 5 bis 10 Grad beträgt. Wenn wir die einzelnen Bereiche farbig markieren, ist diese Abweichung besonders gut zu erkennen. Aber was verrät uns nun dieses Ausrichtungsmuster über die große Pyramide? Aus welchem Grund entschieden sich die alten Ägypter dazu, die inneren Steine so zu strukturieren? Nun, grundsätzlich vermuten die Forscher, dass die Pharaonenreichbewohner ausgeklügelte Rampensysteme verwendeten, um die steinernen Giganten zu errichten. Angesichts dessen ist es also denkbar, dass die äußeren Blöcke beim Bau des Zentrums von einer spiralförmigen Rampe verdeckt wurden. Infolgedessen könnte es also sein, dass die inneren Steine nicht an den Seiten der Pyramide ausgerichtet wurden, sondern entlang der Rampe. Die einfachste Art, die Blöcke gleichsam auszurichten, bestand wohl darin, sie an ihren Kanten aneinander zu reihen. Und gerade in Bezug auf ihre Kantenausrichtung scheint es doch so, als seien die inneren Steine entlang einer spiralförmigen Rampe platziert worden. Einige Personen halten die Deutung dieser Aufnahme für einen sehr starken Beweis dafür, dass zumindest an der Spitze der Cheops-Pyramide eine spiralförmige Rampenstruktur genutzt wurde. Das Problem ist jedoch die Frage, inwieweit sich diese vermutete Technik dann auch auf die anderen Schichten des Bauwerks übertragen lässt. Doch wenn man eine spezielle Bautechnik erst einmal aufgespürt hat, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, sie auch an einer anderen Stelle ein und desselben Bauwerks wiederzufinden, dramatisch höher. Ein antikes Kraftwerk? Nun, der Mensch wäre wohl nicht der Mensch, wenn er sich dann einfach so mit schnöden Rampentheorien zufrieden geben würde. Nein, es geht auch noch deutlich abgefahrener. Wir erinnern uns, mit ihrer strahlend weißen Tura-Kalksteinverkleidung dürfte die Cheops-Pyramide nach ihrer Vollendung wie ein überdimensionaler Diamant inmitten der Wüste gewirkt haben. Und wäre es da nicht möglich, dass auch die Pyramide selbst einen strahlenden Verwendungszweck besaß? Doch eins nach dem anderen. Grundsätzlich kann Licht von jedem System erzeugt werden, sofern dieses geladene Teilchen in die Ionosphäre aussenden kann. Auch die tänzelnden Polarlichter funktionieren nach demselben Prinzip. Sobald energiereiche geladene Teilchen auf die Erdatmosphäre treffen und mit dem Erdmagnetfeld wechselwirken, ergibt sich am Himmel ein atemberaubendes Lichtschauspiel.
Um eine Struktur zu erschaffen, die als Lichtquelle genutzt werden kann, mussten die Ägypter ein Material mit hoher Leitfähigkeit verwenden, das eine hohe Frequenz benötigt. Und tatsächlich, als der Kalkstein aus dem Gebiet von Abu Rawasch wissenschaftlich analysiert wurde, erkannten die Forscher, dass sich dessen Leitfähigkeit bei höheren Frequenzen verbessert. Bis zu einem Punkt, an dem diese schließlich als außergewöhnlich eingestuft wurde. Damit ein Bauwerk hochfrequente Strahlung aussenden kann, muss es aber auch von einer großen Landmasse umgeben sein. Dabei handelte es sich um eine grundsätzliche Faustregel, die bei jedem Antennenkonstrukteur bekannt sein dürfte. Und einmal angenommen, dass die Cheops-Pyramide wirklich dazu gedacht war, elektromagnetische Strahlung in der Größenordnung des gesamten Planeten auszusenden, welche Lage hätte sich dazu dann besser geeignet als der geografische Mittelpunkt der Erde? Die von der Pyramide ausgesandten Elektronen mussten die Ionosphäre erreichen, wobei zwischen diesem Areal und der Pyramidenspitze eine Distanz von etwa 100 Kilometern klafft. Beim Durchqueren der Ionosphäre stoßen die Elektronen wiederum mit den Atomen verschiedener Gase zusammen und kreieren ein Leuchten, das dem von Polarlichtern ähnelt. Die Elektronen reisen wiederum über die Höhepunkte des Planeten zurück zur Erde. Bei der Annäherung an das Gizeh-Plateau würden die Elektronen durch mit Wasser gefüllte Höhlen fließen. Die Entdeckung der entsprechenden Höhlen wurde einst von Zahi Hawass und Andrew Collins bekannt gegeben. Dort fand dann ein weiterer Vorgang statt, die sogenannte Elektrolyse, im Rahmen derer sich Wassermoleküle in Wasserstoff- und Sauerstoffgas aufspalteten. Jenes Gasgemisch bewirkte anschließend, dass sich ein großer Luftdruck auf dem Felsuntergrund aufbaute, welcher die Erde förmlich erzittern ließ und einen dröhnenden Lärm verursachte. Diesbezüglich ist es durchaus interessant, dass in vielen Pyramidentexten mehrfach von Erschütterungen und Zittern die Rede ist. Doch auch das ausgeklügelte Innenleben der Pyramide dürfte bei der Erzeugung des Lichts eine fundamentale Rolle gespielt haben. Während die unterirdischen Kammern dazu dienten, die Wassermoleküle aufzuspalten, da für die Lichterzeugung nur der Wasserstoff benötigt wurde, füllte sich das aufsteigende Wasserstoffgas allmählich in der Königinnenkammer und den südlichen und nördlichen Schächten an. Die mysteriösen Gantenbrink-Türen, welche die Experten bis heute vor unüberwindbare Rätsel stellen, wurden demnach angebracht, damit das Gas nicht entweichen konnte. Mit steigendem Druck erhöhte sich auch die Temperatur des Gases, sodass es zu einer teilweisen Freisetzung von Elektronen kam. Die Kupferklemmen, welche die Türen zieren, hätten demnach die elektromagnetische Strahlung in das System geleitet. Anschließend fand die Ionisierung des Wasserstoffs statt. Der Zweck der Königskammer bestand darin, alle freien Elektronen aus der Königinnenkammer zu sammeln und zur Pyramidenspitze zu bringen. Dazu hätten die Granitbalken der Kammer ein elektrisches Feld erzeugt. Das, was gemeinhin als Sarkophag des Königs Cheops gedeutet wird, war in Wahrheit eine Komponente zur Erzeugung von Hochspannung, um den Wasserstoff zu ionisieren und den Raum leitfähig zu halten. Doch auch hier gilt, es handelt sich dabei zwar um eine durchaus plausible, aber vollkommen unbestätigte Theorie. Und auch für den Fall, dass die Lichtquellenhypothese tatsächlich der Wahrheit entspricht, bleiben einige Fragen unbeantwortet. Weshalb wollten die Ägypter überhaupt ein solches Lichtschauspiel erzeugen? Woher bezogen sie das fundierte Wissen, das für dieses Projekt zwingend erforderlich war? Und warum kennen wir keine Aufzeichnungen, die das Leuchtspektakel erwähnen? Wie wir sehen, liefert so manch eine alternative Hypothese letztlich also auch nur mehr Fragen als Antworten. Und wir liefern dir sehr gerne regelmäßig neuen Videocontent. Drück also jetzt gern auf das Däumchen und abonnieren, um nie wieder ein spannendes Video von uns zu verpassen. Bis bald!